Hallo, in diesem Part werde ich als allererstes vorstellen, in welcher Version es die Tiere, die ich jetzt vorstellen werde, gibt. Es ist die Golden Retriever-Version. Das sind dann auch jetzt, die ich vorstelle, alle neuen Anfangsrassen und es werden auch alle freigeschaltet. Falls es jemanden gibt, sage ich das nochmal, der den ersten Part nicht gesehen hat. Okay, dann muss ich kurz meinen Part erst hinstellen. So, dann fangen wir mal an. Ich beginne mit dem Retriever, also dem Golden Retriever. Eine große Hunderasse aus Schottland, mit wunderschönem Fell und sanftem Temperament. Den Golden Retriever, oder Retriever, oder wie es sagt, gibt es in Goldfarben und ich lasse mich überraschen. Goldfarben. Wie man sieht, hat er hier so einen kleinen Strich. Er ist etwas dunkler im Gesicht hier oben und hier. Und das ist ganz gut. Ja. Und ich lasse mich überraschen. Jetzt seid ihr überrascht. Jep. Es gibt nämlich auch so welche. Ja. Ich habe für den Part hier nicht so viel Zeit, weil der letzte 10 Minuten gedauert hat. Deshalb mache ich jetzt weiter mit dem Beagle. Also ich mache es schneller. Diese berühmte englische Rasse ist trotz des gemütlichen Aussehens sehr sportlich. Dreifarbig. Ja, dreifarbig. Zweifarbig. Und wie stellen die dann? Und ich lasse mich überraschen. Das werden dann immer Mischlinge. Der sieht aus wie ein Boxer. Nur ein Mini-Format, okay. Shiba, auch einen meiner Lieblingsrassen. Eine japanische Hunderasse. Die ist kleinkräftig und trägt die Rute oft eingerollt. Rot. Ich habe auch einen roten. Der heißt Tipsy. Oder Papsi. Keine Ahnung. Oh, er sieht so aus, meiner. Schwarz Loof haben. Ich darf mich überraschen. Ja, das sind zwei Farben. Ich darf es noch einmal machen, weil da sieht man ja. Nee, wieder die zwei Farben. Es gibt auch graue und weiße und die. Wie lange denn noch? Ja, so einer hier. Ungefähr so gibt es da welche. Ich mag aber eigentlich eher die roten. Okay. Weiter mit dem Pinscher. Eine deutsche Züchtung mit einer ansprechenden Statur. Ansprechend. Na, ich spreche die aber nicht an. Ne? Und eleganten Gang. Ich finde die ein bisschen eklig zu streicheln, weil die so dünn sind. Ist egal. Das war jetzt schwarz-rot. Jetzt kommt hirschrot. Ich lasse mich überraschen. Mops. Dieser Hund aus dem alten China. Kennzeichen, Ringelschwanz und faltiges Gesicht. Silber. Schwarz. Falbfarben. Ich lasse mich überraschen. Dackel. Der lange Torso und die kurzen Beine machen diese deutsche Hunderasse unverwechselbar. Rot. Ich
Schwarz mit Brand. Ich lasse mich überraschen. Na, da kommen meistens wieder die schwarzen und branden roten raus. Selten mal so ein weißen. Malteser. Oh, die sind so süß. So süß. Also, weiß. So, die gibt's nur in weiß, nicht in weiß. Ich lasse mich überraschen. Dogge. Schwarzer Mantel. Schwarz gefleckt. Gelb. Oh, ich lasse mich überraschen. Oh, das war langweilig. Cocker Spanier. Englischer Cocker Spanier. Diese gutmütige englische Hunderasse hat ein gewelltes Fell und lange Schlappohren. Schwarz-Weiß. Mein Favorit. Aber ich hatte mal den roten, weißen, weil ich habe gehört, die wären besser. Aber ich finde diese schön. Rot. Ich lasse mich überraschen. Ja, gibt kein Rot-Weiß, die gibt's nur, ich lasse mich überraschen. Wie der da. Na, nicht der da. Der da. So, das war's dann jetzt mit diesem Part. Ich zeige noch mal, in welcher Version das die. In der Golden Retriever-Version gibt's die. Ja. Und alle Hunde, die ich jetzt zeige, sind nicht von den verschiedenen Versionen, sondern ich habe sie alle in der Pudel-Version. Ja, ich habe alle drei Versionen. Hier kannst du mal zeigen. Da habe ich sie alle. Ja, ich kann sie mal rausgucken. Da. Jack Russell. Ja, ich zeige es nochmal. So. Der Roboter und fehlt mir immer noch, deshalb kommt der Part mit den Katzen später raus. Okay, dann tschüss, bye bye, bye, tschüss, bis dann.